Warum klatschst du nicht? Hast du keine Hände oder was? Herzlich willkommen zu meinem 8-stündigen Programm Comedy statt Knast. Könnt ihr sehr froh sein, dass ich heute da bin. Eigentlich sollte ich ja bei Deutschland sucht den Superstar sein. Aber ich habe abgesagt, ich habe keine Lust mit Dieter Bohlen zu schlafen. Ich meine, nur weil Gammelfleisch gerade in ist, heißt das noch lange nicht, dass ich alles in den Mund nehme. Ach ja. Bin momentan noch ein bisschen schlecht drauf. Ich habe extrem viel Stress mit der Presse gerade. Die verfolgen mich überall, wo ich hingehe. Und ja, die haben halt bemerkt, dass ich mit einer sehr berühmten Persönlichkeit verwandt bin. Und die macht halt meinen Klamottenstil auch ein bisschen nach. Und ich gebe es jetzt hier einfach mal zu. Ich bin die Zwillingsschwester von Paris Hilton. Und also wir haben beide denselben Vater. Also mein Vater ist auch der Hotelguru Hilton. Das stand halt zumindest immer auf unseren Handtüchern. Und Paris Hilton heißt ja Paris Hilton, weil sie angeblich in Paris im Hilton gezeugt worden sein soll. Kann ja nicht sein, da müsste ich ja IKEA Parkhaus heißen. Schwachsinn. Das stimmt nicht, wirklich. Lasst euch nicht so was erzählen, das stimmt nicht. Ah ja, meine Eltern. Viele Kollegen stellen sich ja mal hier oben hin und jammern rum, wie scheiße ihre Kindheit war. Das war bei mir natürlich nicht so. Ich hatte eine ganz tolle Kindheit. Meine Mutter hat wirklich alles für mich gemacht. Die hat sich immer irgendwas einfallen lassen. Ich habe zum Beispiel morgens um 6 schon an den Mülltonnen gesessen. In der Hoffnung, dass die Müllleute mich mitnehmen. Meistens haben sie mich auch mitgenommen, weil zu Ostzeiten wurde ja nicht getrennt. Ich war das einzige Kind, was nach 20 Uhr noch im Einkaufswagen gesessen hat. Und das mit 14. Ich meine, ich musste aber auch keine Angst haben, weil ich wusste ja, dass meine Mutter mich am nächsten Tag wieder abholt, weil die wollte ja die Marke aus dem Einkaufswagen wieder haben. Und nee, das war schon wirklich toll, ey. Die hat mit mir Verstecken gespielt. Wenn ich von der Schule nach Hause kam, hat sie mal das Namensschild von der Wohnungstür genommen, in der Hoffnung, dass ich nie nach Hause finde. Ja, meist war ich dann nach 5 Stunden wieder zu Hause. Und ich bin ja jetzt auch alleinerziehende Mutter, das wissen die meisten vielleicht nicht. Ich habe ja eine Tochter, die heißt Jenny Lee. Also eigentlich Jennifer Justine Chan Chantal Chanice. Und das ist ein Doppelname und die ist total süß. Also ich habe die auch ganz doll lieb, aber ich habe momentan noch ein paar Probleme mit der, weil wir waren neulich beim Arzt und hat der Arzt zu mir gesagt, ja, ihre Tochter ist zu dick, die hat Übergewicht. Ich sage, ja, das weiß ich, das hat sie von ihrem Vater. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, Sie müssen mal ein bisschen auf die Ernährung Ihrer Tochter achten. Dann habe ich gesagt, wie soll ich denn das machen? Ich meine, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit, aus dem Fenster zu kicken und die Pommesbude zu beobachten. Ah ja. Jetzt hat sie ihren ersten Freund, Marcel Justin Jason. Und ja, der ist total nett. Ich meine, okay, er hat keine Zähne in der Fresse, aber ist ja auch, kommt eh immer auf die inneren Werte drauf an. Und wir haben uns neulich mal unterhalten, hat gesagt, und Marcel Justin Jason? Der heißt wirklich so. Was machst du so beruflich? Und er so, ja, ich mache in Autos. Ich sag, wie, du machst in Autos? Kackst du da drin oder was? Hast du? Hast du kein Klo zu Hause oder was? Nein. Er ist eine Führungskraft in der Fahrzeugbranche. Er ist halt gedacht, er ist Busfahrer. Dann habe ich mitgekriegt, dass der Idiot auf dem Rummel beim Autoscooter arbeitet. Dann ich zu mir gesagt, pass auf, Marcel, Justin Jason. Du musst Verantwortung übernehmen. Verhüten brauchst du nicht, weil ich sitze eh mal daneben. Aber das mit dem Sex habe ich meiner Tochter jetzt völlig untersagt zu Hause, weil das geht nicht. Die Wände sind bei uns so dünn, immer wenn die fertig sind mit Poppen, brauche ich eine Zigarette. Vielen Dank.